Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Welcher ist der Flächeninhalt des grauen Dreiecks, wenn der des Quadrats 16 beträgt? Da der Flächeninhalt von dem Quadrat 16 beträgt, wissen wir, dass die Quadratseite 4 lang ist, und da diese Strecken gleich lang sind, wissen wir, dass ihre Länge jeweils 2 ist. Um den Flächeninhalt von dem grauen Dreieck zu berechnen, nehmen wir den Flächeninhalt vom Quadrat, also 16, und ziehen davon den Flächeninhalt von diesen drei weißen rechtwinkligen Dreiecken einfach ab. Diese Flächeninhalte sind jeweils zu berechnen durch Basis mal Höhe geteilt durch 2. Diese Rechnung führt sofort zu dieser Differenz, das heißt, wir finden somit 6. Die Antwort auf die gestellte Frage ist also 6 und fertig. Im nächsten Tutorial werden wir auf eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade eingehen.